Hardys Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Hardys Erben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Gestern hatte der Olli, glaube ich, nicht ganz so viel Lust, heute geht es mir ähnlich, nach dem ultra peinlichen Aus der Löwen im Bayerischen Verbandspokal, im Toto-Pokal, im Halbfinale in Aubstadt beim Regionalligisten. Das war eine Vorstellung, boah, wie ich sie mir eigentlich nicht hätte träumen lassen. Also uns war, glaube ich, Olli vorher bewusst, das wird eine schwere Aufgabe, das wird nicht einfach, aber dennoch muss diese Mannschaft so, wie sie gestern Michael Kölner auf den Platz gestellt hat, muss diese Mannschaft das in der regulären Spielzeit aber mal eindeutig für sich entscheiden. Ja, Tobi, ich hätte mich wahrscheinlich gestern um Kopf und Kragen geredet, weil ich war wirklich richtig sauer, denn so kann man nicht auftreten. Man kann im Pokal rausfliegen gegen einen unterklassigen Verein, keine Frage, aber bitte nicht so, ja, weil wie 60 da eben gespielt hat in Aubstadt, in der unterfränkischen Provinz, also da fehlt mal jegliches Verständnis dafür. 60 hat aus meiner Sicht dieses Spiel überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Erst nach diesem 0-1 Rückstand sind sie ein bisschen aufgewacht und dann haben sie ja dann auch den 1-1 Ausgleich erzielt, hätten dann fast noch das 2-1 sogar gemacht, aber aus meiner Sicht wäre das auch nicht verdient gewesen. Und so ging es dann natürlich in dieses folgenschwere Elfmeterschießen. Also wir müssen mal so zwei, drei Sachen durchsprechen. Also zum einen hat mich dieses Spiel logischerweise an dieses wahnsinnig peinliche Spiel damals im Pokal in Lotte erinnert. Das ist, glaube ich, vergleichbar gewesen zu damaliger Zeit, zu damaligen Verhältnissen. Auch das war in der Provinz. Ich war damals dabei, habe vor einem Stall geparkt, mitten im Nirgendwo. Und dann war das eine unfassbar schwache Vorstellung mit Rot für Ribamar und einem unterirdischen Bönisch damals. Also es war eine Katastrophenvorstellung. Daran musste ich denken und ich musste an das Spiel bei Türkgücü denken. Und da muss ich sagen, Olli, da hat der Präsident Robert Reisinger diese Charakterfrage, glaube ich, nicht zu Unrecht gestellt. Also ich finde schon, dass man von einer Mannschaft erwarten kann, so wie sie gestern auf dem Platz stand. Klar waren da auch ein paar Junge mit dabei, keine Frage, aber es waren auch viele, viele erfahrene Spieler mit dabei. Und da kann ich und muss ich als Löwen-Fan erwarten dürfen, dass diese Mannschaft drauf geht vorne, dass die den Gegner unter Druck setzt, dass die denen Feuer gibt. Aber da war nichts, da war gar nichts. Man war nicht mal in der Lage, sich gegen einen Regionalligisten in 75 bis 80 Minuten sich eine Torschance, eine vernünftige, herauszuspielen. Und das ist wirklich das Bitterste an diesem gestrigen Nachmittag, dass eine völlig lethargische, lustlose Vorstellung war und man damit womöglich mehrere hunderttausend Euro bis zu einer Million an Einnahmen im Pokal verspielt hat, weil 60 München jetzt Vierter werden muss in der dritten Liga, um sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Das ist einigen vermutlich noch gar nicht so bewusst. Man hätte das über den Toto-Pokal schaffen können. Es wäre dann noch ein Spiel gewesen, logischerweise. Das hätte gegen Illertissen stattgefunden. Illertissen, das Würzburg ausgeschaltet hat. Da ist jetzt der Vorletzte ausgeschieden aus der dritten Liga. Das war jetzt weniger eine Überraschung als bei 60 München, muss ich persönlich sagen. Und ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, dass man da tatsächlich eine ganze, ganze Stange Geld einfach auf der Straße hat liegen lassen gestern. Ich bin wirklich immer noch erschüttert und vor allem über die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Da sind keine Typen auf dem Platz. Ich meine einfach Typen, die vorangehen, die sich sagen, okay, da haue ich alles raus, auch wenn es in der Provinz ist, auch wenn es in einem 700-Einwohner-Nest ist, aber das habe ich gestern nicht gesehen. Das haben sie einfach so über sich ergehen lassen und sich gesagt, irgendwie in ihrer Arroganz, da spielen wir mal mit angezogener Handbremse, irgendwie wird es schon gehen. Ja, das macht halt einen guten Profi auch aus, Tobi, dass man auch eben gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften bestehen kann. Und ich muss ganz klar sagen, und das ärgert mich maßlos, Günter Gorenzel hat in der Halbzeitpause gesagt, der Platz ist jetzt zu trocken.
Also für mich ist das ein klares Alibi, weil, und er hat auch das auch dann begründet aus seiner Sicht und hat gesagt, deswegen könne 60 nicht richtig Fußball spielen, aber komischerweise oder kurioserweise in Anführungszeichen konnte Hauptstadt recht gut Fußball spielen. Natürlich war das ihr Heimstadion, natürlich kennen sie den Platz aus dem FF, aber trotzdem kann ich von einem Profifußballer erwarten, dass er einen Amateurclub, ja, und wir reden da von der Regionalliga, das sind also semi-professionelle Fußballer, die vielleicht 3-mal bis 4-mal in der Woche trainieren, ja, aber die waren einem Profiteam gegenüber gestanden. Und da kann ich schon erwarten, dass man sie fußballerisch eben schachmatt setzt, ja, und das war eben nicht der Fall. Für mich war fußballerisch Hauptstadt die bessere Mannschaft, klar, denen ist nach 70 Minuten die Luft ausgegangen, dann wurde 60 besser, ja, keine Frage, aber trotzdem, ja, Freunde, also sowas sollte man in der regulären Spielzeit eben entscheiden für sich als ambitionierter Drittliga-Verein und es ist 60 München nun mal mit einem Etat von 5 Millionen Euro und leider ist der Verein jetzt eben im Toto-Pokal-Halbfinale ausgeschieden. Das ist, wird möglicherweise finanzielle Konsequenzen für 60 auch haben, denn ich wünsche mir natürlich, dass 60 noch einen Aufstiegsplatz ergattert, ja, aber ich habe da meine Zweifel und der vierte Platz, der wird auch schwer werden, den zu erklimmen sozusagen. Also wenn 60 dann im nächsten Jahr wieder ohne DFB-Pokal dasteht, also dann wird man vielleicht dann mal wissen, was man da eigentlich gestern eben verbockt hat. Ja, ich bin nach wie vor fassungslos. Ich bin auch wirklich echt fassungslos, wie 60 München, wie arrogant 60 München das gespielt hat. Allein das Gegentor, als der Hauptstädter da hochgestiegen ist und Deichmann und wie sie alle hießen, einfach nur zugesehen haben, nicht mal in den Zweikampf gegangen sind. Eine Standardsituation bei einem Regionalligisten, mit dem du in Rückstand gerätst, das ist eine Frechheit, wirklich. Also das ist echt eine Frechheit gewesen, das so anzugehen. Keine Einstellung, null. Und dann gab es logischerweise noch den Ausgleich. Ja, klar, da hat Hauptstadt dann in den letzten 10 Minuten massiv abgebaut und dem einen oder anderen ist es dann klar geworden, ui, jetzt könnte man ja ausscheiden eventuell. Und dann auch noch in der Vorbereitung, Olli, und auch das finde ich ist ein Thema, diese Arroganz an den Tag zu legen, sich zu sagen, nee, das Elfmeterschießen, das üben wir nicht, weil das ist ja Agmadi Wiesen. Gell? Also Elfmeterschießen brauchen wir nicht trainieren. Wäre zwar vielleicht ganz notwendig gewesen für den Pokal, weil es da eben nach 90 Minuten, wenn es unentschieden steht, ins Elfmeterschießen geht. Das haben sie nicht gemacht und das hat man dann auch gesehen, weil ich habe selten so, boah, ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, was ich sage, selten so schlechte Elfmeter gesehen als die von 60 München gestern. Das war ja unglaublich und die Krone hat dann Marcel Beer allen aufgesetzt. Also logischerweise war der von Lex mega schlecht, war der von Tallich unterirdisch. Aber das, was Marcel Beer da fabriziert hat, das war ja, da musst du ja neuen Begriffe finden dafür. Tobi, aber da muss ich jetzt die Löwen ein bisschen in Schutz nehmen, denn eigentlich muss man Elfmeterschießen nicht trainieren. Entweder hat man ein gutes Füßchen. Ja. Naja, sorry, also wenn ich da jetzt nochmal reingrätsche, man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Was machst du denn, wenn du irgendwie kurioserweise in den ersten 5 Minuten eine rote Karte kassierst, wo du vielleicht nicht so viel dafür kannst, kann ja alles passieren. Und dann rettest du dich irgendwie ins Elfmeterschießen, kann ja alles passieren. Es ist ja alles drin und auf diese Eventualitäten muss ich vorbereitet sein. Das war 60 München gestern aber nicht. Die haben es nicht trainiert. Aber nochmal, Tobi, ein guter Fußballer muss nicht Elfmeterschießen trainieren. Der hat das im Füßchen, ja. Der hat die Technik, der kann mit dem Ball was anfangen, ja. Aber für mich ist die Gretchenfrage, warum hat 60 beim Elfmeter keine Spannung drin, ja? Wenn ich mir die Elfmeter von Stefan Lex und Marcel Beer ansehe, das waren eben Paradebeispiele, wie man es nicht macht. Da war keine Körperspannung drin, da war keine Galligkeit drin, da war keine Souveränität drin. Also, das kann ich nicht nachvollziehen und deswegen wurden die Elfmeter der beiden dann auch kläglich vergeben. Das war eigentlich ja symptomatisch für das Spiel von 60 eigentlich, diese 2 Elfmeter. Obwohl Kretschmer noch den ersten gehalten hatte. Ja, also da hat der 60 super angefangen. Kretschmer sorgt für den Vorteil und dann kommen diese unfassbar unterirdischen Elfmeter. Oh, also ich bin wirklich nach wie vor sprachlos und ja, also jetzt reden sie alle plötzlich wieder vom Aufstiegskampf. Jetzt ist ja wieder alles möglich, weil Türkgücü zurückgezogen hat und so weiter und so fort. Freunde, mit den Leistungen aus Mannheim
und aus Arpstadt. Da gewinnst du gar keinen Blumentopf. Da gewinnst du gar nichts. Da gehst du einfach sang- und klanglos in diesem Aufstiegskampf unter. Also das waren zwei ganz, ganz, ganz schwache Spiele, die 60 München da hingelegt hat. In Mannheim in der Liga und jetzt eben in Arpstadt. Und nochmal die Charakterfrage, die muss ganz groß drüber stehen. Es muss nächstes Jahr einen massiven Umbau in diesem Kader geben, weil diese Spieler einfach nicht ausreichend sind für den TSV 1860, um aufsteigen zu können. Nochmal, also vielleicht male ich jetzt auch zu schwarz. Ich kann mir beim besten Willenstand jetzt nicht vorstellen, dass diese Mannschaft gegen Saarbrücken gewinnt. Da muss schon wieder ein mächtiger Ruck durchs Team gehen, aber da musst du auch gegen Magdeburg gewinnen, da musst du gegen Osnabrück gewinnen. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Es ist kein Leader da, es ist keiner da, der das Heft in die Hand nimmt. Sie lassen das alles über sich ergehen und ja, sie haben da mal so ein paar Ausreißer, wo es dann ganz gut aussieht, wie gegen Kaiserslautern, wo sie sich da mal zusammenreißen, wo da mal alles zusammenpasst. Aber das habe ich dir gestern auch gesagt, dass da mal ein Spieler, oder sag mir einen Spieler, wo du wirklich sagen kannst, bei 60 München, ja, von Spieltag 1 bis Spieltag 30 jetzt, oder wie viel haben wir, hat der wirklich solide gespielt, hatte keine Ausreißer, das ist ein Leader. Ich kenne keinen in dieser Mannschaft. Ich kenne keinen, der jetzt nicht irgendwie Ausreißer nach unten gehabt hätte, der irgendwo mal ein Loch gehabt hätte. Es gibt keinen Spieler, der einfach mal in der Lage ist, mal einfach irgendwie eine gute Leistung wirklich dann auch über eine gewisse Weile dann abzurufen. Und da muss ich einfach sagen, da braucht es dann einfach eine ganz andere Mannschaft nächstes Jahr. Also Tobi, ich kenne da natürlich schon einen, Marco Hiller, den muss man da schon rausnehmen, weil der hat ja, eigentlich... Der hat ja auch mal ein paar Patzer mit dabei, aber ich gebe dir recht, es ist noch der stabilste von allen, ja, keine Frage. Aber ja. Ja, ordentlich ein Niveau gespielt in dieser Saison, das muss man jetzt schon mal sagen. Also, aber du hast natürlich recht, sonst fällt mir keiner ein, der auf einem konstant guten Niveau gespielt hat, mit kleinen Ausnahmen. Vielleicht auch Yannick Deichmann, den will ich auf jeden Fall auch nennen. Aber sonst waren natürlich da immer wieder Ausreißer dabei in der Mannschaft eben nach unten. Und das wird dann am Ende wahrscheinlich nicht reichen. Ich hoffe es natürlich, ja, dass 60 München aufsteigt, keine Frage. Aber ich habe da so meine Zweifel. Kommen wir zur Bewertung. Der beste Mann aus meiner Sicht noch war Tom Kretschmer, also der ja, Toto-Pokal-Keeper quasi in dieser Saison von Michael Kölner, von mir die Note 3. Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben bei dem Gegentor. Der andere köpft aus 3 Metern, da ist er chancenlos gewesen und sonst hat er das ganz ordentlich gemacht. Was auf sein Tor kam, das hat er gut pariert, den kann man wieder bringen, wenn mal Not am Mann ist. Was hat Werner Lorand mal gesagt? Pro Liga Unterschied, wie viele Tore? 3. 3? Oder 2? Ja, okay. Also 3 Stück pro Liga. Das sollte drin sein. Das war für 60 München nicht drin. Deswegen seht es mir nach, wenn ich die Feldspieler nicht so bewerte wie Tom Kretschmer. Das war von der 2 bis zur 11 sozusagen. Einfach nicht gut genug. Das war sicher nicht gut, das war sicher nicht befriedigend und das war auch nicht ausreichend. Deswegen gibt es von mir heute keine besseren Noten. Sollen sie mich wieder verfluchen in den ganzen Foren und Spalten, ist mir scheißegal. Das kann nicht sein, das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, was da gestern abgelaufen ist. Da werden sie mich jetzt wieder verfluchen. Du sollst ja übrigens einen kompetenteren Partner suchen, habe ich zuletzt gelesen, für den Podcast. Genau, also die werden jetzt alle wieder aus ihren Löchern kriechen. Fangen wir an mit Niklas Lang. Bekommt von mir die Note 5. Ja, ich habe Niki Lang die 4 gegeben. Ich habe jetzt da keinen groben Schnitzer gesehen. Beim Tor war er, glaube ich, auch nicht mit dabei. Aber es war gerade noch ausreichend. Aber natürlich sollten die Ansprüche auch bei ihm höher sein, beziehungsweise die Leistung auch besser sein, um dann quasi auch diese Spielern für 60 entscheiden zu können. Also ich gebe ihm noch die 4. So, Philipp Steinhardt, da sind wir jetzt bei einem Spieler, wo man einfach erwarten muss, dass er vorangeht als Führungsspieler. Eine glatte 6 von mir. Musste dann auch ausgewechselt werden. Wahrscheinlich nach seiner Schulterverletzung in Mannheim, da wo er schon behandelt worden ist, ist wieder auf die Schulter gefallen. Deswegen musste er dann raus, konnte dann eben nicht im Elfmeterschießen dabei sein. Da ist er ja eigentlich eine Bank. Aber insgesamt über die Spieldauer war das eine rabenschwarze Leistung von Philipp Steinhardt, Note 6.
Ja, ich habe mich bei Philipp Steiner für die 5 entschieden. Was mir auffällt bei ihm, er baut in den letzten Wochen immer mehr ab. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Du hast es ja angesprochen, Tobi, er hat sich in Mannheim an der Schulter verletzt. Das war gestern eben auch der Grund, warum er raus musste. Ich hoffe, dass er trotzdem am Samstag gegen Saarbrücken spielen kann. Er hat prinzipiell sehr große Erfahrung für die dritte Liga, aber er muss natürlich wieder aufgeweckter werden, damit er auch eben 60 Minuten hilft. Der nächste Führungsspieler, der seiner Rolle überhaupt nicht gerecht geworden ist, ist Stefan Salger. Sie haben ein Gegentor gefangen, wo sie alle rumstanden, einfach nur zugesehen haben. Auch Stefan Salger kann man davon nicht ausnehmen. Auch das ist von dem Führungsspieler einfach ein unfassbar schlechtes Spiel gewesen. Note 6. Oh, du bist aber hart. Also ich habe ihm gestern nach dem Spiel sofort die Note 3 gegeben, aber habe natürlich jetzt nochmal dieses Gegentor gesehen im Fernsehen. Und da war er natürlich mit dabei. Also ich hätte ihm eigentlich eine schlechtere Note geben müssen. Ich habe mich eben nach dem Spiel, nach 90 Minuten, für die 3 entschieden, aber habe natürlich nicht diese Fernsehaufnahmen zur Seite gehabt. Ja, also normalerweise muss man ihm da auch die 5 geben. Ich habe ihm die 3 gegeben, weil ich kein Videomaterial zur Seite hatte. Und ja, bitter. Direkter Gegenspieler des Torschützen von Albstadt war Yannick Deichmann, der nicht hochgegangen ist in den Zweikampf. Ja, dem hast du auch eine befriedigend gegeben. Ich konnte da keine befriedigende Leistung feststellen. Note 6. Ja, da gilt dasselbe wie für Salga. Ich habe die Situation nicht richtig sehen können. Das war ungefähr 60 Meter weg von mir. Und man, wenn man auf dem Dorfplatz ist, da hat man nicht die beste Perspektive. Und ja, ich habe mich da für eine 3 entschieden. Hätte ich natürlich auch anpassen müssen. Aber wie gesagt, nach dem Elfmeterschießen habe ich diese Noten gegeben und habe mich gestern dafür eine 3 entschieden gehabt. Aber normal ist es eben auch eine 5, weil er da eben beim 0:1 bei dem Kopfballtreffer dilettantisch mit verteidigt hat. So, dann sind wir bei Erik Tallich angekommen, wo ich mir erwartet habe, dass er einfach vorangeht, dass er dann einfach auch mal seine Qualitäten dann auch ausspielen kann gegen eine klassentiefere Mannschaft. Das war überhaupt nicht so. Es gab nur eine Situation hinten raus, wo er einfach auf Bär hätte passen müssen, wo er dann irgendwas versucht. Also es ist ihm gar nichts gelungen. Die Standards, eine Katastrophe, wirklich. Eine Katastrophe, die Standardsituationen. Und da war eben Erik Tallich auch immer mit dabei. Boah, Freunde. Die werden mir jetzt wieder komplett steinigen, aber hey, die sind ausgeschieden bei einem Regionalligisten, an Tabellen-7. der Regionalliga. Was sollst du da noch gut bewerten? Ich kann es nicht gut bewerten. Was soll das? Das geht nicht. Note 6, Erik Tallich. Punkt. Also Tobi, ich habe ihn natürlich nicht so schlecht gesehen, wie du ihn beurteilst. Ich habe ihm die Note 4 gegeben. Es war keine gute Note 4. Was mir auch aufgefallen ist, natürlich die Situation, wo er spielen können auf Marcel Bär, wo er es dann selber versucht mit einem Lupfer. Er hat gesehen, dass der Torwart zu weit vom Tor steht. Dieser Versuch ist misslungen. Ja. Deswegen hat es dann auch nicht gut ausgesehen. Am Ende wäre vielleicht dann schon, ich glaube, das war sogar beim Stand von 0:0, diese Situation, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also er kann es besser und er hat es auch in den letzten Wochen bewiesen, dass er es besser kann. Richard Neudecke. Ja, da sind wir wieder Beim alten Lied. Also wenn ein Gegner gemalt ist für eine großartige Leistung eines Mittelfeldspielers, dann ist das eben ein Regionalligist. Bitte, da muss ich zaubern. Da muss ich sagen, so, jetzt haue ich mal ein paar raus und jetzt möchte ich dann einen Vertrag verlängert bekommen. Aber ja, das war lethargisch, das war gar nichts. Nichts, ich weiß nicht. Eine Situation, wo ich sage, boah, das war ein Schmankerl von Richard Neudecker gestern. Nicht eine Situation. Mir fällt nichts ein, um ehrlich zu sein. Und auch deswegen bekommt er als Führungsspieler die Note 6. Ja, Tobi, da bin ich auch wieder nicht bei dir. Also ich habe schon was gesehen, allerdings erst nach dem 0:1 von Richard Neudecker, beziehungsweise nach diesem 0:1 Gegentreffer. Dann hat er eine andere Position auch gespielt. Am Ende dann, Michael Kölner hat ihn ja zunächst auf die 6 gestellt, das war eigentlich, da war er deplatziert, das sollte auch der Trainer wissen, dass Richard Neudecker keine 6er-Position spielen kann, seine Stärken liegen in der Offensive, das hat er auch dann in den letzten 15, 20 Minuten auch bewiesen, hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber trotzdem hat es bei mir auch nur für die 5 gereicht. So, wir hatten noch von Anfang an gespielt, Milos, und das haben wir gestern gelernt, den man Zocic ausspricht. Laut dem Pressesprecher, Rainer Kmet.
habe es vom Kommentator auch nochmal gesagt bekommen, von Philipp Eger, mit dem ich ja jahrelang zusammengearbeitet habe. Da haben wir uns auch nochmal über die Aussprache unterhalten. Und Reinhard Gmeter hat gesagt, er heißt Milos Čočić. Und dann sagen wir Milos Čočić. Der hat also gestern beginnen dürfen bei 60 München. Ja, ein richtig verheißungsvoller Auftritt war es nicht. Er ist einer der jüngeren Spieler, deswegen gehe ich nicht so hart ins Gericht als mit den erfahrenen Führungskräften sozusagen. Note 5. Ich habe ihm auch die 5 gegeben, aber ich denke mal, den werden wir nicht mehr so oft sehen bei 60 München in der ersten Mannschaft oder beziehungsweise in der Startelf des TSV 1860, denn er konnte sie nicht anbieten. Und wenn man mal so eine Chance bekommt, dann sollte man es auch nutzen. Das hat er nicht gemacht und ja, dann muss er sich wieder hinten einreihen, denke ich mal. So, bei Marcel Beer, da habe ich gestern in der Emotion nach dem Elfmeter die Note 6 rausgehauen. Ich korrigiere mich, weil er dann noch einer der Aktiveren war, weil er auch noch Chancen hatte. Ich erinnere mich an den Drehschuss, den er auch noch hatte, wo der Aufstellter-Keeper tatsächlich gut reagiert hat. Der Elfmeter war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also so kann ich einfach, da trifft er nicht mal gegen einen F-Jugendtorwart. Das muss man so klipp und klar sagen. Den Ball hält ein F-Jugendtorwart, den er da gestern losgelassen hat. Und das ist hart eigentlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch die Note 5. Ja, ich habe Marcel B. auch die 5 gegeben. Er hat den Ausgleich gemacht, hatte die Chance kurz vor Schluss zum 2:1 mit einem Lupfer, der dann aufs Tornetz drauf geht, der Ball. Das wäre es natürlich gewesen, aber der Elfmeter war natürlich eine Farce, eine absolute Farce. Aber das weiß er natürlich selbst, ja, dass man Elfmeter nicht so schießt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass er überhaupt keinen Anlauf nimmt, dass er versucht, den Torwart auszugucken oder ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf davor gegangen ist, denn das war wirklich eine Rückgabe und das war ja der entscheidende Elfmeter. Er sollte das ja gewusst haben, dass wenn er jetzt verschießt, dass es dann vorbei ist. Ja, und da geht es ja um sehr viel Geld. Das sollte auch Marcel Beer wissen und alle anderen Spieler auch, dass es geht um die Existenz des TSV 1860 München. Dann, wenn man nächstes Jahr nichts zu bieten hat, dann bleiben auch die Zuschauer aus, denke ich mal. Ja. Und das ist eben das große Problem und da sollten sich die Spieler viel mehr mit dem Löwen beschäftigen. Merve Biancardi wird sich ab Juni dann wieder mit Heidenheim beschäftigen. Das ist dann wieder die Mannschaft, für die er spielen wird, vermutlich. Vielleicht wird er auch weiter transferiert irgendwo anders hin. Allerdings glaube ich nicht, dass er beim TSV 1860 München bleibt. Auch von einem Spieler mit Ansprüchen war das viel zu wenig. Gerade noch die 5. Ja, da bin ich bei dir, Tobi. Ich habe ihm auch die 5 gegeben. Ich habe ihn eigentlich gestern nicht wahrgenommen. Beim Elfmeter hat er gut verwandelt. Aber das war es dann auch schon. Ja? Also sonst hat er keine Höhepunkte gehabt. Ja. Erinnere mich auch an keinen einzigen Höhepunkt. Also nicht mal an eine Situation von Stefan Lex. Puh. Also für einen Offensivspieler, für einen Kapitän war das wenig. Note 6. Ja, ich habe ihm gerade noch die 5 gegeben. Ihm wurde der Schneid abgekauft, wie allen anderen Löwen auch. Aber wenn man natürlich Kapitän ist dieser Mannschaft, dann muss man auch vorangehen. Das hat er jetzt gestern nicht geschafft. In den vorangegangenen Spielen hat er mir sehr gut gefallen. Da hat er aufsteigende Tendenz gezeigt. Gestern war das natürlich ein absoluter Rückschritt in die Steinzeit. Und so will ich Stefan Lex nicht sehen. Er hat immer den Kopf nach unten gehabt, also nicht überzeugt von sich selbst. Und ja, ich hoffe es einfach jetzt, dass es in den nächsten Wochen besser wird, denn 60 München braucht einen starken Stefan Lex. So, dann sind wir bei Fabian Greilinger. Seinen Vertrag hat er verlängert. Auftrieb hat ihm das nicht gegeben. Dementsprechend, er wurde eingewechselt, saß zunächst auf der Bank, Note 5. Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben, Tobi, und ich finde es echt beschämend, wenn man einen Vertrag verlängert bekommt bei 60 München, ja, und dann so eine Leistung zeigt. Ja. Jetzt kann man sagen, der ist erst 21 Jahre alt, aber schauen wir mal in die Fußballwelt, was andere mit 21 schon geleistet haben. Ja. Und ich sage halt ganz deutlich, bei 60 München müssen die Spieler eine Leistung bringen, ja, und dann können sie auch meinetwegen Verträge unterschreiben. Aber ich weiß nicht, warum er bei 60 so schnell einen Vertrag bekommt. Also das hätte es früher nicht gegeben.
Dann sind wir beim nächsten Spieler, der den Juniorenbonus gerade noch von mir bekommen hat. Marco Mann hat eingewechselt. Farblos, Note 5. Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben. Er war meines Wissens beim Gegentreffer auch mit dabei. Das ist natürlich, ja, so kann man nicht verteidigen. Und ich erinnere auch an das Spiel vor einer Woche in Mannheim. Da hat er sich ja typieren lassen von Pascal Sohm. Also da hat er Lehrgeld bezahlt und ja, so macht man halt keine Pluspunkte beim Trainer. Jo, das waren dann die Bewertungen der Löwen gestern. Wer jetzt wieder massiv losschimpfen und giften möchte gegen mich, bitte macht es. Ist mir völlig egal. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Es ist beschämend, es ist peinlich, was 60 München gestern abgeliefert hat in Albstadt. Das ist nicht einfach so, ja, da kann man ja mal verlieren. Nein, es muss der verdammte Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen. Und das sind alles Profis. Da wird gegen Kfz-Mechaniker und weiß der Geier wen gespielt. Da muss gewonnen werden. Punkt. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Und zwar auch nach 90 Minuten muss da gewonnen werden. Das war einfach überhaupt keine Einstellung. Wen ich explizit ausnehmen möchte, ist Tom Kretschmer, der mit seinen Paraden verhindert hat, dass es früher den Rückstand gegeben hat für den TSV 1860. Das wäre alles drin gewesen, braucht man nicht drüber reden. Das wäre alles möglich gewesen für Albstadt, schon wesentlich früher in Führung zu gehen. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Das war also das Spiel. Ja? Du weißt auch, der Pokal schreibt immer seine eigenen Gesetze. Ich muss da trotzdem, na, ich will nicht 60 in Schutz nehmen, ja, aber für Albstadt war das natürlich das Spiel des Jahrhunderts möglicherweise. Das ist natürlich immer so, in einem Albstadt haut in einem Pokalspiel. Du, bei Albstadt ist der wichtigste Spieler ausgefallen, der Kapitän. Ausgefallen. Unter der Woche, Muskelfaserriss im Training. Der wichtigste Mann, der nicht dabei war. Nur mal so nebenbei. Deswegen gibt es ja trotzdem immer wieder diese Pokalsensationen. Und ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn 60 ausgeschieden wäre. Aber es kommt immer auf das Wie an. Und mit dem Wie war ich überhaupt nicht zufrieden. Und es hat sich einfach auch die ganze Saison schon abgezeichnet. Wir haben es in der ersten Runde gesagt, im Toto-Pokal bei der fränkischen Mannschaft, die mir mittlerweile schon entfallen ist. Wie hieß die? Birkenfeld. Birkenfeld, genau, Birkenfeld war das. Da war es schon, da war es logischerweise nicht der erste Anzug von Michael Köllner. Auch da war es schon echt grenzwertig. Man war dann sicherlich auch nicht die bessere Mannschaft gegen Buchbach oder gegen Burghausen. Auch das war äußerst dünn. Da hat sich schon immer abgezeichnet. Aber dass man daraus nicht gelernt hat, das ist echt ja, interessant. Interessant, auf alle Fälle. So, jetzt gibt es dann das Spiel gegen Saarbrücken. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also die müssen sich ja komplett drehen und komplett selbst überdenken, die Löwen, damit das irgendwie ansatzweise Punkte geben soll gegen Saarbrücken. Vielleicht war es jetzt nochmal ein Denkanstoß an den einen oder anderen. Ich glaube, es ist heute sogar trainiert worden. Ich glaube, es hat keinen freien Tag gegeben. Korrigier mich. Ja, heute wurde trainiert, Tobi, und morgen ist dann frei und am Dienstag geht es dann komplett in die Vorbereitung auf Saarbrücken. Mir fehlt die Fantasie, wie das was werden soll. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Nochmal, ich bin der Letzte, der sagt, dass 60 München nicht hoch soll. Ganz im Gegenteil, man muss in die zweite Liga. Ich weiß nur nicht, wie das noch bewerkstelligt werden soll, weil das echt ein happiges Restprogramm ist, das die Löwen zu bestreiten haben. Und ich habe gestern so viele Nachrichten wieder bekommen nach diesem Spiel, wo man einfach schon sarkastisch geworden ist, auch auf Facebook. Entsetzte Fans, die das gar nicht glauben konnten, was da gestern passiert ist. Also das wirkt erstmal nach, finde ich, dieses Spiel. Nochmal, weil es nicht mit der B oder mit der C11 passiert ist, sondern weil es mit der ersten Mannschaft passiert ist. Und da braucht mir jetzt keiner sagen, ja, aber der Dressel und der Moll und der Belka hier, nein. Also mit dieser Mannschaft musst du dieses Spiel gewinnen. Diejenigen, die in der Startelf standen, die müssen diesen Gegner schlagen. Das muss der Anspruch sein. Das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, sich da vorführen zu lassen. Ja, und ich glaube, das war es dann von uns langsam, aber sicher auch, Olli. So schaut's aus. Servus. Servus.